Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um einen großen Klassiker der französischen Literatur, und zwar um Gustave Flauberts Madame Bovary, neu übersetzt von Elisabeth Edel. Diese Geschichte oder diese Neuübersetzung ist erschienen im DTV-Verlag. Das Ganze kostet in Deutschland 15,90 Euro und hat allein an Geschichte 451 Seiten. Ich persönlich hatte das Glück und habe das vom Verlag auch zugestellt bekommen auf Anfrage hin, deswegen nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir kommen zur Rezension an sich. Die Handlung dieses Romans lässt sich eigentlich relativ schnell oder in wenigen Sätzen erklären. In Madame Bovary geht es, wer hätte es gedacht, um Emma Bovary, eine zu Beginn der Geschichte junge, verheiratete Frau, die kein Glück in der Ehe findet, denn die großen Gefühle bleiben aus und sie ist eben auf der Suche nach Romantik, nach Leidenschaft und sucht diese schließlich in verschiedenen Affären. Und geht vielleicht sogar an dieser extremen Wunschvorstellung Liebe zugrunde. Genau, ich möchte heute auf verschiedene Punkte genauer kurz eingehen. Allen voran natürlich Madame Bovary, und mit der möchte ich auch beginnen. Also, es dauert ein bisschen, bis wir diese junge Frau kennenlernen. Und sie scheint zu Beginn der Geschichte auch wirklich gar nicht so unglücklich. Also sie wird Charles Bovary heiraten, einen jungen Arzt, der nicht wirklich gut situiert ist. Aber naja, nicht ausreichend. Für Madame Bovary nicht ausreichend. Und das ist ein großer Punkt, der, ja, sie in ihr Unglück treiben wird. Sie hat gewisse Wertevorstellungen und Vorstellungen generell vom Leben, gewisse Ansprüche, die sie allerdings, ja, nicht bekommt. Sie hätte gerne einen reichen Mann gehabt und einen Mann, der in ihr die große Leidenschaft, wie schon erzählt, wecken kann. Sie träumt stetig davon, von diesen unschreiblich tollen Gefühlen, von dieser hemmungslosen und wilden Leidenschaft, und dass Charles diese nicht in ihr auslöst, bringt sie letzten Endes um den Verstand, sodass sie sogar zu Umzügen gezwungen sind, weil Charles Bovary sich nicht erklären kann, warum seine Frau so durchdreht. Sie wird sich vor allem in zwei Männer, ich sag jetzt mal, verlieben oder sich an diese hängen. Anfangs scheint doch alles gut zu gehen. Ihre Liebhaber sind sehr interessant und es sind zwei verschiedene Art Mann. Letzten Endes kann aber keiner ihr diese großen Gefühle dauerhaft schenken. Sie werden sich von ihr abwenden, und es ist sehr faszinierend zu bemerken, wie Emma Bovary, ja, ihre Welt sich langsam aufbaut, ihre kleine Kristallkugel, und die allerdings jedes Mal dann zerbricht, wenn, ja, diese großen Gefühle, wie gesagt, ausbleiben oder wenn die Männer den Rückzug antreten. Und ich kann sagen, dass ich es wahnsinnig spannend fand, die Stellen, in denen es wirklich alleine um Emma Bovarys Gefühlswelt geht, wenn beschrieben wird, wie ihre Hoffnungen so langsam zerplatzen und wie sie sich verschiedene Probleme anhäuft, unter anderem auch Geldprobleme. Das fand ich sehr, sehr spannend. Was dazwischen allerdings jedes Mal für mich so der Stimmungskiller war, das war endlos langweilige Landschaftsbeschreiberei. Vielleicht ist das sehr wichtig für die damalige Epoche gewesen, in der der Roman erschienen ist erstmals, also im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Aber ich finde, es lenkt so immens von der Geschichte ab. Natürlich kann die Natur ein Widerspiegel sein der inneren Gefühlswelt, ein Stilmittel, aber es war doch dann für mich zumindest sehr öde oft. Das war für mich wirklich ein Problempunkt, weil ich generell nicht der Fan bin von sehr ausführlichen Werken, wo ja jeder Knick in einem Blümchen auf der Wiese einzeln hervorgehoben wird und betont wird. Das war für mich wirklich schwierig. Ansonsten aber kann ich sagen, dass neben oder gegenüber diesen sehr langweiligen Teilen in dem Roman sehr tolle, gefühlsvolle Sätze stehen. Also ich habe mir da auch einiges rausmarkiert, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Einfach weil Gustave Flaubert diese Gefühlswelt von dieser jungen Frau so eindringlich und toll beschreibt, und vor allem, dass man merkt das auch wirklich, dass das immer noch aktuell ist. Auch ich habe oft ähnliche Gefühle gehabt, jetzt nicht unbedingt, weil ich verheiratet bin und in der ähnlichen Situation stecke, aber vielleicht, wenn man mal hoffnungslos verliebt war oder vor allem auf Suche nach sehr, sehr großen Gefühlen ist, dann kann man doch gewisse Emotionen von Emma Bovary nachvollziehen. Unter anderem hat mich zum Beispiel, um in diesem Thema zu bleiben, ein Satz wahnsinnig fasziniert, und zwar: Sie kannte jetzt die Kleinlichkeit der Leidenschaften, die aufgebauscht wurden von der Kunst. Und ich habe einfach nur gedacht, ja, genau so ist es. Auch ich bin ja jemand, ich lese so unglaublich gerne Liebesromane und Geschichten und kriege Herzrasen und Schmetterlinge im Bauch. Und dann ist manchmal die Realität überhaupt nicht mehr so schön, weil man einfach merkt, dass sie ganz anders ist oder ganz anders verlaufen kann, als es in unseren Romanen der Fall ist. Und ich fand ganz toll, dass auch Emma Bovary eben
dieses Problem mitbekommt und dass sie es merkt. Und was ja ganz, ganz toll ist, was ich wahnsinnig bemerkenswert finde, ist, dass Gustave Flaubert einfach seiner Zeit so extrem voraus ist, indem er nicht nur eine Frau als Protagonistin wählt, sondern auch eine, ich will jetzt nicht sagen emanzipierte Frau, aber eine Frau, die wirklich, anders ist als die ganzen Hausmütterchen, die man ja damals gerne zu haben pflegte. Sie bricht dieses typische Rollenbild und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und toll, dass hier wirklich Augenmerk auf diese Leidenschaft und auf diese hoffnungslose Suche nach Liebe gelegt ist oder dass das Ganze fokussiert wird. Denn ich glaube nicht, dass das zu der damaligen Zeit so normal war oder nicht in diesem Rahmen normal war. Denn es wird hier offen über Ehebruch, über Betrug, über Geldprobleme, über Spielerei und Zockerei geredet. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Gustave Flaubert sich letzten Endes vor Gericht wiederfand. Das finde ich nämlich sehr besonders an dieser Ausgabe. Hinten im Anschluss ist das komplette Plädoyer des Staatsanwaltes sowie des Verteidigers, also dieser ganze Prozess um Gustave Flaubert, ist hier hinten noch mit inbegriffen. Und das finde ich wahnsinnig cool. Ich zum Beispiel wusste das gar nicht, dass der dann angeklagt wurde wegen ja, Verletzung der Sittsamkeit oder Sittlichkeit. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich oder finde ich wahnsinnig spannend, dass man auch, ja, nicht nur das Werk an sich mitbekommt, sondern auch, was das Werk mit der Gesellschaft damals ausgelöst hat. Und zwar erstmal Empörung und Wutausbrüche anscheinend, vor allem von der Regierung oder der Seite der Regierung eben. Ich persönlich habe mich immer sehr verbunden gefühlt, wie gesagt, denn ich kenne diese hohen Ansprüche durch zum Beispiel die Künste an die Liebe und wenn man sie dann erfährt, beziehungsweise wenn diese Gefühle, die man dann anfänglich vielleicht noch hat, wenn die langsam nachlassen, dass man dann frustriert und enttäuscht weiter versucht, diese aufrechtzuerhalten und dass man stets weiter auf der Suche nach diesen ist, weil man eben diesen Gefühlsrausch haben möchte und diese ganzen tollen Gefühle sucht. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Emma in gewisser Weise diesem Problem unterliegt, dass sie ja keinen Einfluss darauf hat, denn von außen hin all diese Eindrücke, die sie damals gesammelt hat und all ihre Vorstellungen, die drängen sie wirklich dazu, sich so zu verhalten, wie sie sich dann letzten Endes verhält. Was ich total toll finde allerdings, ist auch dieser zerstörerische Charakter, den sie mit sich bringt, denn sie reißt alles mit sich. Letzten Endes wird sie so unglücklich sein, dass sie Hals über Kopf in ihr Verderben rennt. Und nicht nur das, sondern sie wird alles mit sich reißen, vor allem eben Charles. Und das ist für mich auch so ein ganz besonderer Punkt. Und zwar habe ich oft überlegt, wenn ich Emma Bovary wäre, dann kann ich ihre Gefühle schon nachvollziehen. Denn Charles Bovary ist nicht wirklich aufregend, er sieht nicht besonders gut aus, er ist ein, ja, ein kleingeistiger, wenn man das so böse sagen darf, ja, einfacher Arzt, der ja jetzt nicht zu großen Taten berufen worden ist, der ja im Vergleich zu anderen Männern wirklich eben verliert. Und deswegen kann ich auf der einen Seite schon nachvollziehen, vor allem weil sie ja nicht wirklich Einfluss darauf hatte, ob sie ihn heiraten wird oder nicht, weil zur damaligen Zeit war das ja nochmal was anderes. Man hat ja auch geheiratet, um seinen eigenen Haushalt endlich mal führen zu können, um freizukommen. Und ich denke, das war auch bei Emma Bovary mitunter einer der Gründe und allem voran, dass sie noch sehr jung und unerfahren war und eben diese ganzen großen Hoffnungen auf Charles projiziert. Und als sie dann eben merkt, dass er ihr das nicht geben kann, was sie unbedingt möchte, da ist es dann halt um sie geschehen und da dreht sie dann langsam eben durch und verzweifelt. Und ich habe mich immer gefragt, also einerseits, wie gesagt, kann ich Emma da nachvollziehen, dass sie enttäuscht ist und dass sie da mehr möchte, vor allem, weil sie eigentlich ja nicht mehr haben kann. Andererseits hat mir aber Charles wahnsinnig leid getan, weil auch wenn man ihn jetzt so einfach beschreiben möchte, ist er doch im Herzen so ein netter Mann, der wirklich so angetan von seiner Frau ist, zu ihr aufblickt und gar nicht ahnt, was hinter seinem Rücken passiert. Es ist ein fast schon gutgläubiger Mensch, der einfach total unter der Fuchtel anderer steht. Unter Emmas Fuchtel, aber auch unter der Fuchtel von anderen Stadtbewohnern, die eine etwas wichtigere Rolle in diesem Roman spielen. Und das hat mir einfach für ihn, glaube ich, letzten Endes richtig leid getan, denn er verzweifelt schier an seiner Frau letzten Endes und an dem Ende des Romans oder an dem Ende, das seine Frau ereilen wird. Und er wird einfach auch in diesem Punkt wieder hemmungslos mitgerissen. Er kann sich nicht zur Wehr setzen und ja, ist auch seinem Untergang somit geweiht. Und das hat mich sehr interessiert. Das war letzten Endes für mich sogar
noch ein Tick spannender, das Schicksal von Charles Bovary und ja, was man so darüber denken kann. Denn auf der einen Seite versteht oder verstehe ich Emma, aber auch Charles. Und Charles war eigentlich ein sehr netter Mann. Meiner Ansicht nach ist Emma Bovary deswegen auch irgendwie ja eine Art Vorbild beziehungsweise ein Beispiel dafür, was mit einem Menschen passieren kann, wenn er mehr in seinen Träumen lebt und diese Erwartungen pflegt, anstatt wirklich in der Realität zu bleiben oder auf diese ernüchternde Wahrheit dann eben anzutreffen und mit dieser konfrontiert wird. Sie ist hemmungslos, ja, ihren Träumen und ihren Wünschen unterlegen und das ist einfach wahnsinnig spannend, wie sie sich verändert im Laufe des Romans. Also zu Beginn noch voller Hoffnung und stets immer ja, das Gute suchen. Und dann hat sie immer wieder depressive Phasen, aus denen sie sich dann ja, rauskämpft oder rausgezogen wird per Zufall. Aber sie ist so abhängig von anderen und nicht Herr ihrer selbst letzten Endes mehr, einfach weil sie Hals über Kopf eben in ihr Unglück stürzt. Und das fand ich einfach richtig toll und spannend zu beobachten. Manchmal mit einem großen Verständnis, aber auch oft gewissen Ekel. Denn wie sie dann letzten Endes zum Beispiel mit Charles umgeht oder mit anderen, sehr impulsiv auch teilweise und sehr ichbezogen, sehr egoistisch. Da, diese Frauenfigur, die spaltet mein Gemüt. Und das finde ich sehr interessant. Also ich kann letzten Endes kein schlussendliches Fazit geben und sagen, Emma Bovary, so und so ist es und so würde ich sie bewerten. Ich muss das noch ziemlich überdenken und deswegen ist das für mich so eine Art Vorrezension. Also das ist meine Rezension zu Madame Bovary, aber mir ist klar, dass ich irgendwann nochmal dazu Stellung nehmen muss. Vielleicht sogar früher als gedacht, denn ich habe das Buch unter anderem auch gelesen, weil mein Studium sich mit französischer Literatur beschäftigen wird und ich mir sicher bin, dass Gustave Flauberts Madame Bovary da auch mit einspielen wird in dieses Studium. Und deswegen habe ich gedacht, will ich mir das schon mal vorher durchgelesen haben und meine ersten Eindrücke so sammeln. Und vielleicht kommt deswegen dann früher als gedacht quasi der zweite Teil. Das ist Madame Bovary für mich Teil. Genau. Damit belasse ich es erstmal. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen dieses Buch schmackhaft machen, beziehungsweise mit meinem teilweise vielleicht etwas schwammigen Gerede, aber ja, eine gewisse Neugierde gegenüber diesem Klassiker wecken. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, auch wenn ich jetzt erstmal keine französischen Klassiker lesen werde, beziehungsweise meine letzten 2 verbliebenen Monate in Freiheit mit ja, anderer Literatur wahrscheinlich verbringen möchte. Obwohl noch auf meiner Wunschliste stehen Alexandre Dumas, Der Graf von Monte Cristo und ja, vor allem das Buch. Das Besondere an Klassikern ist meinerseits wirklich, dass immer eine gewisse Aktualität sich in ihnen finden lässt und dass sich immer gewisse Aussagen manifestieren. Und auch in Madame Bovary finde ich, trifft das natürlich zu. Ich habe ja schon gesagt, also gewisse Aktualität, vor allem was die Gefühlswelt betrifft, dass Gustave Flaubert da seinerzeit voraus war und ein ganz besonderes Frauenbild entwirft. Und dass man dieses Buch in verschiedenen Altersstadien lesen kann und wahrscheinlich immer andere Schlüsse ziehen wird. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich dann hier so sage, Madame Bovary ist auf jeden Fall so und so und unterliegt ihrem Schicksal jetzt mal beispielsweise, weil ich Angst habe, dass es ja in 10 Jahren, wenn ich das Buch dann vielleicht nochmal zur Hand nehme, dass ich dann denke, oh Gott, Lisa, nein, um Gottes Willen, ich sehe das heute ganz anders. Es kann aber auch sehr spannend sein, wenn man diese Entwicklung mitbekommt. Deswegen möchte ich versuchen, mich dieser Frage zu stellen. Das ist eben für mich der Reiz, den gewisse Klassiker stellen, dass man immer und immer wieder Neues reininterpretieren kann, daraus ja schließen kann. Und so würde es mir wahrscheinlich vor allem bei Madame Bovary gehen, weil da viele Dinge sind, die mir noch, ja, fehlen, die ich mir noch irgendwie aneignen muss. Unter anderem zum Beispiel das damalige Gesellschaftsbild, das sehr stark von Geld geprägt ist oder und von den Wissenschaften. Aber dazu muss ich mich noch mehr mit dem Inhalt auseinandersetzen. Das war also meine erste Rezension zu Madame Bovary. Ist quasi so ein kleiner Selbstversuch, so eine Art Beobachtungsreihe, was ich mit Klassikern so und so erlebe. Und genau, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Vielleicht mache ich daraus sogar so eine Art Reihe, so Impressionen aus Klassikern. Wir werden es sehen. Und genau, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an diesem vielleicht etwas verwirrenderen oder weniger gut strukturierten Video als sonst. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!